Hallo! Er hat's immer noch nicht angemacht. Ich hab gesagt, wir reden! Hi, willkommen! Wir spielen Zelda, die Fratz des Bösen, den klassischen The Legend of Zelda Teil für das CDI. Natürlich werden wir euch die Frage stellen, ob der alte Mögi tief in die Taschen gegriffen hat und sich eine Konsole gekauft hat, die dafür berüchtigt ist, eine Suicide-Batterie zu haben, die man nur dann entfernen kann, indem man langsam in den Chip hineinbohrt und diese ganz vorsichtig entfernt. Nein, es gibt Remaster seit gut einem Jahr auf PC, das man runterladen kann. Kann ich das in der Beschreibung verlinken? Bestimmt. Bestimmt, ist auf archive.org. Bestimmt darf ich das. Ist kein Problem. Ich weiß nicht, was man sonst kaufen könnte. Auf jeden Fall ist das Legend of Zelda, Fratz des Bösen, falls ihr aber nicht vertraut seid. Nintendo hat einen Deal mit PlayStation gemacht für CD-ROM-Laufwerk. Da wurde nichts raus, weil Nintendo gesagt hat, hey, wir gehen zu Philips. Scheinbar hat Philips sehr viel mehr Rechte bekommen, als sie sollten. Und sie haben dann drei Zelda-Teile gemacht, die als absolut grotesk fürchterlich gelten. Und, was? Nein, das ist ein Meisterwerk, wovon redest du? Die Animationen werden ja wundervoll. Ja, Animationen sind aus Osteuropa für sehr wenig Geld gemacht worden. Auf jeden Fall, die Spiele sind immer sehr berüchtigt, aber viele Leute haben sie nicht gespielt, weil man braucht das CDI dafür, was mehr eine Art CD-Player, Multimedia-Player ist als eine Konsole. Und wie gesagt, die Suicide-Batterie hilft nicht unbedingt weiter. Und wenn man nicht den richtigen Controller hatte, musste man es mit einer Fernbedienung spielen. Ja, es gab Fernbedienungscontroller, weil es meiste waren irgendwelche Quiz-Spiele. Also. Es war nicht wirklich eine Videospielkonsole. Inzwischen gibt es aber von jemandem, der ich hab den Namen nicht so an. Es remastered hat. Remaster auf PC, dass man sich runterladen kann. Das werden wir spielen. Das Remaster hat unter anderem, Fully, willst du es uns erklären? Also, das ist richtig breit. Das Remaster macht das Spiel spielbar. Mitunter hat man Steuerungsoptionen und man kann den Remastered-Mode anmachen, wo man nicht die ganze Zeit, wenn man stirbt, irgendwie rausgeworfen wird, sondern so ein bisschen fairere Spielkonditionen hat. Das Spiel ist dadurch unfassbar angenehm, generell durchzuspielen. Man es kann ist halt Fortschritt immer noch machen. Ja, man kann gut Fortschritt machen. Es ist immer noch aber es ist sehr spielbares Gemacht und, für Bobby. Das funktioniert. Spielbares damit kann ich mich identifizieren. Ja. Yeah. Warum kann ich noch fortsetzen wählen? Oh, neues Spiel, das ist da unten. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen rein. Und ich hoffe, ihr freut euch über den Nachfolger des Wind Waker Randomizers. Das wird ein Erlebnis. Ich habe es noch nie gespielt oder so. Ich kenne halt ein paar Videos davon, aber prinzipiell, ich habe nicht so viel Ahnung davon. Bulli hat das für Master mal durchgespielt. Davon. Die Animationen sind unfassbar smooth, aber komplett ohne Impact-Frames oder irgendwelche Regeln, was so Trägheit angeht. Deswegen sehen sie so cursed aus, das ist wundervoll. Ich bin gespannt. Die sind so schön smooth. Ich bin ganz schön langweilig in letzter Zeit. Mein Junge! Diese Zooms! Sicher, ich frage mich nur, was Ganon vorhat. Okay. Ganon? Wusch! Eure Majestät, Ganon und seine Untergebenen haben die Insel. Das ist die Stimme vom Weihnachtsmann aus Weihnachtsmann und Kunkel. Es steht geschrieben, dass nur Link Ganon schlagen kann. Großartig. Ach so, das steht da gar nicht. Dein Schwert ist ausreichend. Bekomme ich keinen Kuss, damit ich halte. Wo kommt sie plötzlich her? In der Luft. Xwadula! Was sind das für seltsame Gestalten? Das sind die Fratzen. Links Haare. Er hat's gesagt. Dann sollte ich besser anfangen, Quona. Hier habe ich die Karte. Wo willst du beginnen? Wo wollen wir beginnen? Oh mein Gott. Da, wo der Finger hin zeigt. Das Triforce? Wir haben es schon gefunden. Ey, so, du wirst wahrscheinlich von Anfang an nicht alle. Ich fand die Cutscene gar nicht mal scheiße. Naja, aber es ist halt ein Zelda, Mel. Und ich finde auch diese Hauptmenü-Musik voll gut. Ja, die ist geil. Ey, die Musik slappt teilweise. Die ist nicht unbedingt passend, aber. Können wir woanders hin als zur Kraterbucht? Ja. Kraterbucht. Du kannst, siehst du das eine Haus da? Ah ja, da wir können nach Goronu. wie willst du das generell handhaben? Soll ich dir mal sagen, was das Ziel ist? Oder magst du... Wir werden uns erstmal umschauen. Wir gehen nach Goronu. Alles klar. Was magst du? Wo die Goronu, gut Wonu. Ja, ich wollte auch irgendwo... Ich hab gestern überlegt, was ich sagen könnte und hab einfach die schlechtesten genommen, die ich Nee, der war besser als meine. Ich hab gar nichts gehabt. Okay. Aber ich, hab auch an die Goronu gedacht, auf jeden Fall. Ach, da kann man dann so runtergehen. Aber hier ist die Musik voll leise, ne? Ja. Yeah. Ein bisschen leiser, ja. Haben wir gerade Musik?
Ja, ich kann aber auch kaum was hören. Eigentlich ist es voll charming, es ist alles so gezeichnet, das war mir nie bewusst. Das ist voll so mit Buntstiften und dann eingescannt. So sieht es zumindest aus. Das klingt wirklich gerade wie Donkey Kong Erste Welt, weil es zu leise ist und ich nicht genau höre, das Lied, ne? Ich glaube, wahrscheinlich eine Bombe oder so. Ey, Bro, du hast einen Popel im Mund. Habt ihr schon mal einen Popel im Mund gehabt? Das ist gut für die Popelfressen aktiviert die Abwehrkräfte, wenn ihr versteht, was ich meine. Was? Die Ausrede wird immer genutzt. Ich glaube, das ist nicht so. Oh, hier ist ein Shop. Oh, das ist der Yo. Typ. Der ist der Man. Ja, moin. Yeah. Du willst etwas haben, es gehört dir, mein Freund. Da war's. Natürlich nur, solange du genug Rubine hast. Immer dieses Herumwarpen. Ja, wenn du jetzt nicht die Rubine hast und was kaufen willst, dann hat er auch eine Cutscene. Also dafür, dass es Low Budget oder so war, mit den Animationen haben sie sich wirklich... Ich will dir vorstellen. Frame für Frame immer was Neues überlegt. Das muss ich! Du musst dich da vorstellen, sodass du das Ding mit dem Schwert schlagen kannst. Wenn du drin stehst, funktioniert das nicht. Oh. Ja. Aber du hattest sogar genug. Ja, wir haben ein paar blaue gefunden. Versuch mal nochmal zu kaufen. Lampenöl, Seile. Komm wieder, wenn du etwas reicher bist. Aus dem Wind geringt, Verdiener. reicher bist. Was mache ich eigentlich, weil ich fast tot bin? Was mache ich denn dagegen? Kein Problem. Akzeptier dein Schicksal. Nicht sterben. Okay. Oder das? Warum sehen die aus, als hätten die so Halsketten und... Das ist einfach die Frau aus den Dinos. Lisa Simpson, meinst du? Ja, sie sieht auch ein bisschen so aus. Die Simpsons... Ich hab wieder volle Herzen. Oh, du hast volle Leben. Und Marge, Lisas Klamotten anhätte. Das wäre dieser... Nein! Oh nein, Monkey, wir haben nur 3. Gute Arbeit. Ich wollte schauen, ich mein Schild irgendwie einsetzen kann. Die zweite Bombe wirst du daneben werfen. Hast du gut gemacht. Nein, die zweite werde ich treffen. Pass mal auf. Zweite ist noch eine Übung und erst die dritte trifft. Ah, nice. Ich hab's schon getroffen, als du noch mich hier geschittert hast. Wir brauchen eine Lampe hier drin, oder? Ich hab ein bisschen Delay. Das Spiel steht bisher dahin, irgendwo hingehen, zurück zum Shop gehen, irgendwo hingehen, zurück zum Shop gehen. Ich meine, das Spiel hat sozusagen noch gar nicht begonnen. Geronut. Du brauchst ganz oft in dem Spiel auch irgendwie nur einfach einmal das richtige Item oder so, dann kannst du auch irgendwo weitermachen. Dementsprechend habe ich hier eine Komplettlösung offen, falls wir das nicht finden. Wo kommen die überhaupt her? Die spawnen einfach. Die sind einfach da. Die sind einfach da. Also der eine, der hinter dir gespawnt ist, das war auch minimal frech. Ja, eben. Übrigens, Seile sind super praktisch, ja. Ja, ich dachte mir, wir haben so viel Cash, pass mal auf, wir nehmen noch eine Lampe mit. Nehmen wir noch ein Seil mit und noch mal eine Runde Bomben. Perfekt. Lampenöl, Seile, Bomben? Wir haben alles. Warum mache ich keine Leben? Weil du immer auf die Map gehen kannst. Siehst du dieses blaue Triforce? Oh, ich werde aufgehalten, wenn ich auf die Map gehe. Yeah. Ist das Teil des Mastermode oder wie das hieß? Oder Remastered Mode? Das kann sogar sein, ich weiß es nicht. Ah, das ist ein Exploit. Ist ja lame. Kann ich mein Schild irgendwie einsetzen? Wahrscheinlich hat das immer im Einsatz, oder? Sieht ein bisschen aus wie Zelda 2. Ich meine, es hat eine Hitbox. Ja. Wenn ich stehen bleibe, hält er den Schild vor sich. Ja, genau. Yeah. Jo, es funktioniert. Yeah. Tink! Seit wann ist Zelda so ein Dino-Spiel? Was soll denn das? Gibt's nur Dongos jetzt in der Welt, oder was? Stimmt. Warum gibt's Dongos Dinos in Goronu? Ich meine, da ist schon was dran. Wo sind die Goronen? Warum ist das hier so ein Inka... Wir sind da, wo die Goronen wohnen. Achso. Die hat gerade nur Hanteltraining gemacht. Kann sein, dass man viel mehr Rubine findet in dem Remaster-Modus. Ich will doch nur eine Umarmung. Könnte sein. Was mache ich? Wie machst du die Lampe an? Du hast keine Lampe. Muss man die erst finden? Ja. Was war das für ein Text? Ronams Weisheit. Ich habe keine Lampe. Was war das für ein Text gerade? Du hast aber Lampenöl. Und Seile. Und Bomben. Aber wir haben kein Feuerzeug, Leute. Komm und schau dir Goronu an. Das klingt wie so ein Touristensatz. Wer ist das? Keine Ahnung. Wow. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Der hat aber Stil, das Skelett hat's gefühlt. Ha. Hä? Ja, ich glaube, wir wollen erst... Gegner in der Höhle. Oh nein, ich komme hier nicht mehr raus.
Der Gegner spawnt einfach die Skelette, denke ich. Können wir vielleicht die Lampe aktivieren irgendwie? Wir haben keine Lampe. Ach so. Nee. Ach so, wir haben eine Lampe Öl. Das sind ja jetzt sowas wie Starforce. Das ist mit wie NES Remix. Da gibt's so auf jeden Fall das schöne Level-Design. Pass mal auf, da kamen Felsen von oben. Die gezeichneten, yo! Dieser Mann kann das Spiel auswendig. Und was wirst du darum betteln, mir Gesellschaft leisten zu dürfen? Hä? Die Lache ist doch voll bekannt, oder? Vieles aus diesen Spielen ist sehr bekannt. Ist das diese Alf-Lache? Nee, ich weiß es nicht. Achso, stimmt, es klingt echt ein bisschen wie Alf. Respawn die Geister unendlich. Ja, Gegner werden oft hier unendlich spawnen in dem Spiel. Deswegen ist es so angenehm, dass du nicht sofort so easy game over gehst. Was ist in diesen Schubladen verstaut, eurer Meinung nach? Bücher. Unterwäsche. Ich sag, es sind Leichen. Ich glaube, da ist Lampenöl für die Fackeln drin. Hä, so viele Seile? Sinn. Oh ja, Gott. Doch, Fackeln brauchen auch manchmal sowas, wie wenn sie getränkt sind, oder nicht? Ja, das stimmt. Keine Ahnung, so hart oder so? Ich weiß gar nicht, was so wie so altertümliche Flaggen gemacht sind. Ich würde gern woanders hingehen. Kannst du Fackeln machen. Nämlich ich tatsächlich. Flaggen haben auch gebrannt. Hättest manchmal. Du nicht hier hingehen müssen, aber wir sind gut ausgestattet. Nice. Ja. Wer wohnt da? Oh, es gibt ja nichts in der Karte. Doch, da war eine Hütte. Da gibt's ja richtig viel gibt's da noch. Wer wohnt da? Lampenöl. Oh, die Krebsmenschen! Wow, Alter! Verschloss. Klingt wie ein NPC aus Age of Empires. Verschloss. Damit meine ich Age of Folgy. Das ist ungefähr das, was sie sagen. Aha. Die Musik ist Krabbe. Auch, die Musik ist auch wieder Age of Mythology mäßig. Die haben viele Trommeln hier benutzt in dem Spiel. Die größte Krabbe, die ich je gefangen habe. Das ist ein Goma. Du bist ein Klug. Oh, danke schön. Dankeschön, Bro. Das ist ein Goma. Und jetzt bei vollem Leben kannst du schießen. Das ist ein Goma. Du bist klug. Hier. Yeah. Die größte Krabbe, die ich je gefangen. Und dann bringt sie ihn um. Oh. Okay, jetzt kann ich nicht mehr schießen. No. Wie sehen denn Gomas nochmal sonst aus? Die sehen ja schon ein bisschen so aus. Ja, yeah, es sind so Spinnen. Ja. Ja. Oh, die. Und vor allen Dingen ein Auge, ne? Das ist auch wichtig. Oh, mit der willst du dich nicht anlegen. Osteuropa, sagst du, Moggi? Mhm. Hey, die haben auch Witcher gemacht. Ja. Also nicht, ich meinte nur dieses brutale, dieses brutale Zerschneiden. Dieselben Personen, ja. Doch, das sind schon dieselben. CD Projekt, CDI, ne? Kann man zusammen verbinden, ne? Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Mitteleuropäer sind doch alle gleich. Sie können auf jeden Fall schießen, was gut ist. Wo kann ich noch irgendwo anders? Ja. Yeah. Oh, Nortinka. Das ist ganz schön naughty. Flach können wir machen. Das Lied ist ein Hit. Der hat ein T-Shirt an. Oh, muss man ja nicht 20 Schneebälle sammeln oder sowas? Irgendwie sowas, ja. Ich kann nochmal nachlesen, aber ja. Nein, wir finden das schon raus. Okay. Da bin ich mir sicher. Also, wie komme ich hoch? Grafisch fast so gut wie The Dark Heart, oder wie es hieß. Heart of Darkness. Heart of Darkness. Die man, doch, die kannst du benutzen. Okay. Oh mein Gott, diese spawnenden Gegner sind echt. Oh! Ja, Morgi played halt. Ich hab nicht geblockt, also ich hab mich nur geduckt, aber ich muss stehen bleiben, um den Schild einzusetzen. Ja, ich wurde getroffen. Will ich damit sagen. Achso, du wurdest getroffen? Oh. Ja. Ihr habt mir zu viel Credit gegeben. Animation oder so? Nein. Er nimmt einfach nur Schaden. Ich glaube, er hat auch keine Iframes. Ich glaube, hier kannst du hochspringen. Oh, die haben einen Boomerang. Da kommen wir wieder zurück! Was sind das eigentlich für Hunde? Das sind Bären. Jo, ich freue mich so sehr. Pass auf den Wolf auf. Ich freue mich so sehr auf die Animation. Ich weiß, wie Boomerang funktioniert. Jo.
Der ist ja trotzdem, das sieht aus, als wäre es bestimmt den Bumerang geschenkt, ne? Hm, die sagt jetzt, ich, erst müssen wir erraten, was es ist. Bären oder Affen? Dann sagst du Bären und ja, hier, Bumerang. Ich muss sagen, ich weiß, es wird wahrscheinlich eine alte Frau sein oder so, aber ich stelle mir gern vor, dass das Gandalf ist. Wir haben vor der Aufnahme uns noch, wir sind noch kurz ein bisschen in Erinnerung an Lord of the Beat geschwägt. Wow. Dementsprechend freue ich mich sehr darauf. Hilfe, Ganon hat ihn erstarrt. Also, Gabba Gandalf war lustiger. Erstarrt. Halt's Maul, du Hurensohn! Ein Hagel aus Kopfnüssen soll auf dich herniederfahren. So, warte, was sagt ihr noch? Ganon hat die Quelle eingefroren. Ich erstarre zu Eis. Es tut mir leid. Aber ich hab nichts, womit ich die Quelle auftauen kann. Also, ja, du hast eine Bombe, um sie aufzutauen. Eine Sexbombe. Du kannst dich... Du kannst nicht alle Probleme mit der Gewalt lösen. Kannst du nicht? Hilfe, ich erstarre zu Eis. Und da passiert es einfach. Ich komme nicht auf die Tür gehen. Ich meine, viele Leute, die sagen, ich glaube, ich sterben danach. Ja. Irgendwie gibt ja dein Körper manchmal Signale, wenn er sagt, hey, ich glaube, ich bin bereit aufzugeben. Ich fahre gerade runter. Wenn man erfriert, fühlt man sich kurz, als wäre ihm übel heiß. Ja. Yeah. Ja. Das sorgt dafür, dass man seine Klamotten auszieht, wodurch man noch schneller erfriert. Was für ein Schabernack der Natur. Ja, deswegen auch die Sexbombe. Das ist ein super seltsamer Mechanismus irgendwie. Wer hat das programmiert? Ja, wenigstens stirbt man da irgendwie nicht ganz so qualvoll, oder? Oder ist es trotzdem Oh, die Affen. Mhm. Oha, jetzt wird die Frage, ob Bären oder Affen sind, wirklich schwierig. Ich liebe aber auch dieses... Ja, Bär. Ja, okay, hier. Mann. Nimm halt. Ich mag, dass du überlegt hast, ob du Schneebälle brauchst. Au. Ich wollte gerade sagen, Morgi kann legit nichts machen gegen diese Viecher. Nee. Also noch nicht. Gut, dann hauen wir mal wieder ab. Oh, Junge, da wird man in die Mangel genommen. So, was haben wir sonst noch, wo wir vielleicht... Dieses Lied erinnert mich sehr an, Oh Gott, wie war... Oh Gott, was war das? Nein! Von From Software. Dieses Dungeon-Crawler-Zeug, was sie gemacht haben. Kingsfield 4. Genau. Kingsfield 4 hat ja auch sehr ähnliche Jams. Soll ich das Intro nochmal vorlesen? Gerne. Und der böse Bösewicht hat die bösen Guten gefangen genommen. Die Armeen. Das war halt wirklich Johnny, ne? Ja. Die Armeen versammelten sich. Haben wir noch was, Fully? Ja, du kannst wieder zur Feuergegend. Welches Kingsfield war das? 4. Jetzt haben wir Schneebälle und damit können wir... Oh, wir können die werden brauchen wir. Die Schneebälle. Wir brauchen immer so um die 20. Ja. Ich guck erst danach, ob er einen werfen darf. Ich wollte den Vulkan abkühlen. Alter, auf Englisch ist es ungefähr so, in the deep dark forest. Und auf Deutsch ist es einfach, in einem tiefen, dunklen Wald. Ja, es war halt nur jemand vom Übersetzer-Team, der es eingesprochen hat. Ich werde sterben. Das passiert manchmal. Wow. Fuck. Fuck. Da kommt gleich noch ein Goma. Erinnerst du dich, was die Frau gesagt hat? Die ist so eiserstarrt und sie braucht was sie aufweckt. Das hat geklappt. Nein, die Frau. Aber die Quelle ist versiegelt mit einem Totenkopf. Au. Nee. Ja. Ich sehe hier. Oh, ich kann nur wieder hier. Vorsicht, Echsen. Ach so, Melf, gut. Was ist mit dir? Ich nahm einen Totenschädel als Deckel und keiner von den Jungs hat etwas gemerkt. Wo ist denn ein Totenschädel als Deckel? Aber der Totenkopf, den ich gesehen habe, war gar kein Deckel. Das war einfach nur so ein Deko. Wo hast du einen Totenkopf gesehen? Das ist komisch beschrieben. Aber wir haben keinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Die ist verschlossen. Ja, vielleicht gibt es ja einen anderen Trick, du. Bei welcher Tür reden wir? Du hast Bomben, Digga! Okay. Gott, wie soll man hier keinen Schaden nehmen? Ach, das ist teilweise unmöglich in dem Spiel. Oh, wir können die, diese, klapprige Tür... Okay. Ein richtiger Dynamitbomber. Das war schon die richtige Idee. Aber... Das hat nicht getroffen.
Wie, was? Du hast wirklich... Was? Das lag direkt vor der Tür. Nein. Du hast versucht zu schlagen. Wie, er versucht zu schlagen? Ach so, nicht die Bombe war die richtige Idee, sondern das Schlagen. Du musst den Schädel schlagen. Ja. Eigentlich schon. Wie kann man so konzentriert daneben schlagen? So. Okay, das war sehr, sehr merkwürdig. Hier brauchen wir Schneebälle. Die sehen ziemlich heiß aus. Genau. Ich meine, okay. Und wir bekommen Feuer dafür. Damit können wir die Eisaffen besiegen. Yes. Ah! Ich freue mich, dass wir Fortschritt machen, aber es ist wirklich sehr einfach, weil wir immer nur am Anfang des Raums spawnen. Ja. Ansonsten. Aber es ist sonst sehr nervig. Es ist halt so unbalanced. Ja. Man hat halt Schneebälle nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich. Dass das Kampfsystem gut ist. Nee. Ja. Na, ich denke, das ganze Kampfsystem ist so shit, dass. Ich weiß auch nicht. Sonst machen sollte. Was mache ich jetzt am besten? Okay, ich glaube, ich ganz kann vorsichtig da... vorsichtig spielen. Fliegen! Oh, was? Man kann da rauf? Nee, nicht lange jedenfalls. Für Neuigkeit, Jungs, wir gehen Schneebälle holen. Ups, die sind wirklich... Oh, da wurde er... Stell dir mal vor, ich hätte dafür jetzt die Schneebälle verloren. Diese Kugeln, diese Glutkugeln, das sind keine Particle-Effekte, die machen immer Schaden. Von der Brandung verschluckt. Und die nehmen keine Gefangenen, wenn die dich 2-3 Mal treffen, dann treffen die dich 2 oder 3 Mal. Keine Iframes für mich. Mm-mm. Keine Gefangenen. Oh. Take no prisoners! Warum gehe ich hier links entlang? Denn links gibt's nichts für mich zu holen. In den Iglus, glaube ich, gibt's viele Schneebälle. Immer. Ja, in dem kaputten gab's viele, deswegen will ich da auch hin, das war hier oben. Ich weiß, glaube ich, dass da viele waren. Na, Hauptsache, du hast genug Schneebälle. Ey, ich habe immer genug Schneebälle. Wollt ihr mal einen gelben Schneeball sehen? Nein. Ist der mit Zitronengeschmack? Ja. Nein, Maeve, nein! Maeve, tu's nicht! Mogi kann man doch vertrauen, oder? Nein! Habe ich dir jemals schlechtes Eis angeboten? Das hat dann am Ende genatzt. Du hast mir noch nie Eis angeboten, glaube ich. Also kann ich hier, sagen, nimm es doch gar nicht heiß. Au. Au. Genatzt. So. Es wird richtig genatzt. Wie viele Schneebälle habe ich? Solange die nicht gegen dich kämpfen, trainieren die einfach weiter. Die sind so fleißig. Sind wie Pokémon. Die leveln hier gerade einfach. Sie so leben, viele. Um zu leveln. Leveln und leben. Und dann kommt so ein Link vorbei und bringt sie einfach oben. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Das wäre ein Leben. Stellt euch vor, ihr würdet leben, um zu leveln. Ja. Yeah. Ich hab mal gelevelt, um zu leben. Dann werdet ihr Maeve. Ich hab gelevelt, um zu leben. Ja. Das ist eine gute Strategie und jetzt hast du volle Leben. Ja. Yeah. Siehst mal so, als ich hier durch war, hatte ich eine Menge mehr Feuershit, als ich Schneebälle hatte. Ich musste dann nicht nochmal hier hin. Ja, siehst mal so. Siehst mal so. Ich habe das Gefühl, man kann die Feuerteile sehr leicht farben. Hör mal auf zu nörgeln, Moggy. Nein. Ja, aber ein Feuerteil kostet immer einen Schneeball. Und ja, du siehst die Glut. Ach so, die hat ihn erwischt. Ja, deswegen sage ich, das sind keine Particle-Effekte. Wow. Man kann schon mal hier hochspringen. Das ist Schaden. Was ein Game. Ja, au. Jetzt hast du genug Feuer. Hey! Lavatropfen hier. Ich das halt irgendwie. Warte mal, lass mich mal nachlesen, ob du das berühren darfst. Oder ob du einfach raus bist. Wie ich das was? Wieso soll das nicht berühren dürfen? Weil du dann auf die Overworld gehst. Ja, aber er braucht doch das Feuer jetzt, um die Eisaffen zu töten. Ja. Achso, ja. Oh, wir haben das Limit eingeschaltet, wenn ich das sehe. Ah, vielleicht können wir da direkt dann. Da waren die Tierenfälle. Hast du die gesehen? Moment, das war richtig. Weil, wo waren die Eisaffen? Die waren da oben, oder? Hier in der Tür, oder? Hey, ja, Eisaffen. Genau. Ich traue diesem Hund nicht. Wie wär's, wenn wir sie erstmal auftauen? Ja, doch. Die taut erst auf, wenn die Tür aufgetaut ist. Meine, sie bewegt sich ja bereits, also. Hier, trinke etwas von dem Wasser. Gluck, gluck, gluck. Oh Gott. Meine Güte, hast du einen Durst. Nein! Er starrt erneut.
Warum ist sie schon wieder? Ich meine, ihr ist halt wirklich kalt. Okay, hier, man wird geheilt, wenn man sie auftaut, oder? Brauchen wir diese Untertitel? Ja. Wurde das Feuer stärker? Manchmal die ich mag es, dass bei den Untertiteln der Sound beschrieben wird. Ja, ich hasse das, weil dann wird manchmal gespoilert, was gleich passiert. Ich hasse es auch, dass der Untertitel für Leute ausgelegt sind, die vielleicht Hörprobleme haben. Ja, das habe ich gesagt. Ja. Ich würde das auch ganz gerne so auffassen, ehrlich gesagt. Mhm. Richtig schlimm von dir. So führe ich politische Diskussionen auf Twitter. Ich nutze sie tatsächlich gerne, wenn ich englische Filme schaue. Guck ihn dir an, wie er da sind. Die sehr nuschelig sind. Immer eine gute Zeit. Pass auf, ich will, vielleicht ist das jetzt... Hey, ich weiß, das ist Pulli. Ich wollte gerade sagen, das war nicht, pass mal auf. Die Füße kommen nicht zum Boden. Pass mal auf, ich dachte mir schon, das ist Pulli, bevor ich heute gemerkt habe, wie groß der Stuhl ist. Der rundet ja, das Ganze noch ab, aber auch schon ohne den Stuhl dachte ich mir, das könnte doch Pulli sein, wenn da sitzt und ein Buch liest. Tatsächlich ist das ein Manga. Das ist Pulli aus meiner Animation. Oh mein Gott, er blättert sogar so rum. Als wär's ein Manga. Oh mein Gott. Ich gehe. Wenn du mir das Buch von Koridai bringst, werde ich dir gern die geheimen Verse vorlesen. Das Buch von Koridai. Okay. Das Buch von Koridai. Hast du's? Oh, das ist Tokio. Du hast ein gutes Auge, Maeve. Wo war Tokio? Ich habe Tokio nicht gesehen. Es heißt Toiko, aber ja. Wir sind ja in dem Kyoto-Gebiet. Ich mag es, dass Tokio das und Kyoto rückwärts einfach getauschte Silben Kanto? Sind. Ja. Nicht rückwärts. Au. Ja doch, nach dem Schriftsystem ist es rückwärts. Ach so, ja, weil es nur zwei Silben hat. Ja. Na gut. Aber es sind andere Kanji auch. Ja, aber du sprichst es halt nicht rückwärts. Oh, 20er! Kyoto oder Tokio. Oh, da ist ein Felsen davor. Du weißt, was du machst. Was ist ein Popel? Jo. Nee, das ist eine Klapusterbeere. Oh, oh. Die letzte Bombe. Oh. Yes! Yeah! Das sieht halt... Ist das... Was war das für ein... Au! Oh Gott! Wieso sind die mal einfach da plötzlich? Na, die wohnen hier. Ist so gemein. Oh, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dieses Spiel, die Spielzeit aus dem Spiel kommt daher, dass einfach alles... Warum sind hier fliegende Fische? So lange, wenn man... Dass alles einen ist, einfach so leicht umbringt. Man hat nicht mal iFrames. Ja, genau. Oh Gott. Nicht mal iFrames. Oder zwei Frames. Man entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür, was eine Plattform ist und was nicht. Aber manchmal ist man sich nicht sicher. Die Feen! Danke. Sein Blick. Sein Gesicht. Oh Gott, ihr Gesicht. Mein Gesicht. Sie hatte gerade so einen Silberblick. Wow. Du hast vier Herzen. Sehr gut. Ich kann also nicht unendlich mehr Herzen holen. Ich glaube, das jetzt wieder aber damals im Hauptspiel sowas von wertvoll. Das nee, warte sie mal, auch da jetzt oben ging es, glaube ich, weiter. Ich bin gerade unsicher, guck mal kurz nach. Siehst du das da rechts? Kannst du da hoch? Oh. Oh mein Gott! Was? Ja. Da ist so eine Höhle. Was? So ein kleiner. Nein. Wow. Hatte ich so richtig im Kopf, da kannst du lang. Können wir das nächste Mal die Leiter-Animation nochmal appreciaten? Das sind zwei Frames. Wenn Johnny bei Drawful eine Laufanimation macht, aber nur zwei Frames hat. Ja, die reichen nicht ganz. Okay, das war nicht ganz durchdacht, okay. Damit will Moggy sagen, Johnny sollte was über Animationen lernen. Man verliert die Seile übrigens auch bei einem Versuch im Original. Das ist eine der Sachen, die ich davon weiß. Ich meine, ich habe nie was über Animationen beigebracht. Und hier verliert man die nicht, oder was? Nein, man kann es auch versuchen, bis es irgendwo... Oh, das ist nett. Ich habe das Gefühl, es ist ab und zu ziemlich willkürlich, wann die Seile irgendwo treffen und wann nicht. Ich geh mal den Schlüssel und... Pass auf die Mücken! Stechen dich doch! Für Mücken! Moskitos! Bienen! Weiß ich nicht. Kartoffeln! Fliegen! Oh Gott! Ja, da sehe ich mich. Du schaffst das schon, Girl.
verkauft ihn so unter Grapple Bären. Können wir da einen Grapple Beam dafür? Ein Spiel, dass er hässlich ist. Ist das so? Ja. Will ich das mal anklicken? Ich glaube, dann hast du einen Shortcut, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auf eigene Gefahr. Do it. Also du hast öfter in dem Spiel dann Shortcuts. Ja, guck mal da. Die Lady sollte sich nicht so unter Wert verkaufen. Das ist ein ganz neues Gebiet. Das ist ein neues Level. Nice. Ja. Vielleicht war das die Höhle von... Aber wahrscheinlich nicht. Dieser Gegner. Hang, 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 hang. Das ist ein Footballspieler. Ja, stimmt. Oh mein fucking Gott. 1-2-1-2 hat... Quarterback habe ich recht. Ich habe keine Bombe mehr. Oh, wir müssen zum Shop. Tatsächlich meinte ich aber diesen fliegenden Schädel, der irgendwie so... Siehst du das Wasser? Der. Das ist eine Seltenheit. Du meinst immer noch keine Lampe. Das ist doch aus Vampire Survivors. Ham, nam, 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 nam. Weil... Vampire Survivors ist ein Spielprinzip, das geht gerade so durch die Decke. Ich glaube, ganz viele versuchen, das Nächste zu sein. Ja, aber das Spiel ist nicht mal fast fertig. Ja, eben. Jemand muss erstmal das Erste sein. Ja, aber viele sind, glaube ich, schon der Meinung, oh, das sieht nicht gut aus, ich mach's besser. Ich meine, es sieht nicht gut aus. Ja, eben. Es ist halt irgendwie wie so ein... Ja, ich bleib da wie so ein Flash-Game. Ja, auf jeden Fall. Ja, da sind Witches. Ich hab das Gefühl, auch. Wir haben irgendwie die Lampe verpasst im Spiel. Alles gut. Wir müssen eh noch Bomben kaufen gehen. Ja, aber da ist was dran. Und Seile. Aber wir uns das nicht sagen können? Was denn? Ob wir noch schon eine Lampe haben müssten? Nein, ich finde das schon gut so. Oh, da ist Tokio. Ich dachte, Maeve hat wieder mal gelogen. Nein, nein, ich lüge so. Nee, nee. Maeve lügt ständig. Deswegen habe ich ja gesagt, ich dachte, das wäre eine von den berüchtigten Maeve-Wahrheiten. Zum Beispiel, dass er irgendwelche Konsolen hat. Ja. Ich habe kein CDI. Das ist Maeve's CDI. Es ist gut, dass du so viele Bomben brauchst. Wir brauchen nämlich scheiß viele. Ja. Yeah. Der Song. Das sind seltsame dieses, Banger, oder? Sie passen nicht unbedingt immer, dieses Bang. Ja. Ich meine, sie hat ein CD zu für ihre Verfügung. Das ist wieder so Mortal Kombat-mäßig. Au! Oh nein, ich krieg Flashbacks. Richtig in den Nacken rein. Das sind meine Abenteuer in den Alpen gerade. Hast du da auch Steine in den Nacken bekommen? Nee, da musste ich wirklich darüber gehen. Das war echt gruselig. Genau die Stelle. Ja. Hast du da auch da so ein Haus gehabt? Hast du deinem Neffen mal ein CDI gekauft? Dann hätten wir nämlich Johnny Geschichten-Bingo voll. Es gibt nur zwei Felder. Ich hab tatsächlich nicht. Neffe. Johnny hat nicht viele Geschichten. Ein Go. Das ist ein seltsames Haus. Oh, hallo. Wer ist denn diese junge Dirne? Au. Die Dirne. Du sollst nicht auf ihre Beine starren. Du sollst die Gegner. Ich habe auch nur auf ihr Bein gestarrt. Okay. Du sollst trotzdem die Gegner besiegen. Ich habe tatsächlich ein Bingo für meinen Stream gemacht bekommen und da war auch eine Neffen-Story drauf. Das ist ja eine Überraschung. Oh, ich habe einen Neffe. Aber keine Alpen. Nein, natürlich nicht. Da nur mir meine Hals. Yo, die ist genau mein Typ. Miss Piggy. Okay, sie will ihre Halskette von wo auch immer haben. Ist einfach Ariona. Oh ja. Daher hatten sie die Idee. Oh, ich kann nicht glauben, dass Nintendo von den CDI-Spielen klaut. Ich kann nicht glauben, dass es keine Butter ist. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Okay. Warum habe ich überhaupt gelacht? Ich habe gar nicht verstanden. Ich schon. Ich auch nicht. Morgi hat es verstanden. Das war ein Spiel, es ist bestimmt ein Simpsons-Ding. Nein. Okay. Pass auf, manchmal hast du einfach Margarine vor dir und dann sagst du dir, ich kann nicht glauben, dass das keine Butter ist. Ich meine. Das ist eine Margarinenmarke. Ich weiß nicht, ob sie direkt so heißt oder ob es so die Werbekampagne war irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ist das so eine alte Werbung? Ist es. Das ist genau wie Where's the Beef? Von Wendy's war das, glaube ich. Where's the Beef? Kenn ich nicht. Oder Want Milk? Nee, Gut Milk. Ich hätte ein bisschen Milch. Und eine 2 Frames Kletteranimation. Oh, die ist auch einfach nur gespiegelt. Ja. Na, Moment, ist hier nicht das Schwert. Oh, stimmt. Ja. Aber wird zum größten Teil gespiegelt. Hallo. Die Mütze halt auch nicht. Da sehe ich Johnny als der Typ, muss ich sagen. Das ist eine Lampe. Oder? Was sagt ihr? Oh, der hat eine Lampe. Ich erzähl euch jetzt mal was über Leuchttürme. Wird verdammt dunkel mit all
dem Bösen um uns herum. Der ist ein Seemann. Stimmt. Sie wird dir den Weg leuchten, Minion. Und jetzt haben wir die. Warum bekommen wir die erst jetzt? Beim Klabautermann. Das war eigentlich der Weg, den du hättest schon ein bisschen länger hingehen können. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich. Hatten wir Tokio schon so lange? Ja, wir hatten Tokio hier ein bisschen länger. Aber du bist dann zu dem Berg gegangen und zum Wald hoch bei den Fairies. Das kommt alles quasi jetzt später. Aber ja. So, was können wir. Hier war es, wo ich mit dem Teleporter weg bin, mit dem ich nicht hätte weg sollen. Genau. Glaube ich jedenfalls. Ich kann ja ohne das Floß gar nicht weiter. Oh, ich liebe diese Katakomben da hinten irgendwie. Ich glaube, ich mag das Spiel generell optisch sehr, ehrlich gesagt. Ja, ich mag sowieso, dass es so gezeichnet ist, gefällt mir. Ich glaube, wir können langsam zu der ersten Fratze des Bösen rein. Die Fratze des Bösen. Ich dachte schon, du sagst, dass das toll, was durchgespielt haben. Nein. Wir haben eine gute Packung schon fertig. Und ihr meinte, dass das Spiel so 2,5 Stunden gehen sollte für uns, also. So 2 Stunden knapp, ja. Ja, eben. Keine Sorge mehr, es gibt noch mehrere Teile. Oh, Gott sei Dank. Einen weiteren. Der dritte Teil bekam kein Remaster. Oh aus nein. Aus diversen Gründen, denn der ist erst Live-Action. Er ist Overhead Zelda, man spielt Zelda, aber es ist alles Live-Action. Ich weiß, dass es einen NPC gibt, der einfach so eine Trucker-Mütze aufhat. Ach so, dann ist das andere Game schon das, wo man Zelda steuert. Nein. Es gibt drei. Das andere, das noch remastered wurde, das müsste auch noch so in dem Stil sein. Ja, aber das mit Zelda sieht genauso aus. Nein. Aber vielleicht steuert man Zelda in dem anderen. Der dritte Teil ist so ein Overhead. Ist, Zelda, Wind of Gamelon und das ist Link, genau. Faces of Evil. Also die beiden Spiele spielen, glaube ich, auch gleichzeitig. Faces of Evil, Fratzen. Gesundheit. Da krieg ich direkt eine Allergie. Und Zelda's Adventure oder so heißt der. Ja, yeah, genau, Zelda's Adventure meinte ich. Das ist was ganz anderes. Ja. Das ist was ganz, ganz anderes, ja. Denn ja, es gibt drei... Es gibt drei Teile. Ja. Den dritten Teil, über den will niemand nachdenken. Nee, auf den hat... Der ist halt auch irgendwie so scheiße, den will auch irgendwie niemand spielen. Das ist halt irgendwie wenigstens lustig. Wow! Der hat Aimbot. Der hat doch an. Ein bisschen. Der Wallhack auch. Nimm, oh, dem fehlen ein paar Köpfe. Der hat keine... Der schießt seinen eigenen Kopf. Das ist quasi eine Hydra. Ja. Ja. Was für ein Bosskampf. Warum hey, das ist die Halskette. Mhm. Hey, und ein Schädel. Setzen die auf. Ich hätte gern einen Schädel. Oh, schade. Ich dachte gerade wirklich Schädel. Kurz, der wäre unbesiegbar, weil es irgendwie kein Feedback gab, dass er Schaden kriegt. Ich glaube, er hat erst seine 2 Köpfe abgefeuert, die ich erst killen musste, bevor er Schaden genommen hat. Es ging halt so schnell, deswegen ist es schwer einzuschätzen. Wir haben alle einen Schädel. Nee. Aber nicht jeder hat ein Rückgrat. Gesicht. Na, Johnny. Oh. Sitz ich mal gerade, Junge, Mann. Ich muss mal weg. So, wo war die Geile? Beim Toku Lighthouse. Wo war die Geile? Geile. Dann haben wir sie gesehen. Sie hat sogar Link einen Süßen genannt. Er ist ein ziemlich Süßer, aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Oh boy! Wer hat diesen Tisch kaputt gemacht? Ich. Ich. Fuli hat den oben kaputt gemacht. Ich sehe schon, die hat beide. Das war eine spaßige, war eine wilde Nacht. Eine wilde Nacht, wollte ich auch gerade sagen. Oh. Mein Mann hat sie mir geschenkt. Er ist ein widerliches Scheusal geworden. Verständlich. Hat sie sich kurz an die Brüste gefasst, während sie gesagt hat, mein Mann hat sie mir geschenkt? Ich glaube eher, sie hat da zur Halskette gefasst. Was? Ich schaue es dir nochmal an. Oh, okay. Nein, natürlich nicht. Was haben wir jetzt bekommen? Ich hab Johnny Flasche haben das bekommen. Wasser bekommen. Oh. Flasche. Voll. Oh, okay. Voll Flasche, Alter. So wie Fully und Moggy, als sie den Tisch kaputt gemacht haben. Ich mag, wie die Fässer hinten gezeichnet, oder wie alles auch gezeichnet ist. Ja. das war geplant von Moggy. Nein, das wäre ja versehen. So unfassbar. Ich wollte viel lieber mit dem halben Herzen los. Das Spiel wäre so frustrierend. Es ist so frustrierend. Du kannst den Classic-Modus spielen. Es gibt keinen Grund, den Remaster-Modus zu aktivieren. Oh, das ist ein Hit hier. Okay, was war hier drin? Au!
Oh, da war der Leuchtturm-Typ. Okay, wir gehen jetzt hoch und dann hauen wir ab. Außer ich sterbe, was wahrscheinlich ist. Ich weiß gar nicht, ob das in dem oder im anderen Teil war, aber du wirst noch eine super praktische Ability für solche Gegenden bekommen. Die wirst du nicht aufhören, die zu benutzen. Eine Karte? Nee, du hast ja hier eine Karte. Also ich finde eine, die man umöffnen kann. Wo waren die dunklen Höhlen? Firestone Sea, glaube ich, war, oder? Nein, ja, oh nee. Gott, Octorox. Oha, ja, aber hier müssen wir auch hin. Serigon? Firestone See. Ist da drüber. Oh, da ein schöner Octos übrigens. Mhm. Finde was? Ein paar Octorox. Octorox. Au. Octorox. Aua. Nein! Ich wollte, ich bin vom Knopf scheinbar leicht abgekommen. Hä? Das passiert öfter. Entschuldigung? Ich weiß gerade nicht, wie viele Bomben du brauchst, aber mach noch mal ein paar mehr. Ja, das Oh mein Gott! What? Ey, wie soll man denn sowas wissen? Ein Stein, ich weiß auch nicht, ob das in dem Teil war oder in dem Zelda-Teil, braucht 20. Ich hätte Bomben. Ja nie weiter versucht, irgendwas zu zerstören. Nee. Man würde denken, das geht einfach nicht. Ohne andere Fähigkeit dafür oder so. Weil das viermal scheitert, wenn nicht sogar nach zweimal. Ich glaube, was mich am meisten stört an dem Spiel ist, eine Eisprinzessin. Das ist ja die Königin, oder? Die Königin des Eises. So stelle ich mir Maeve vor. Etwas Königliches an sich. Das ist auch einfach nur eine dunkle Fee. Ja. Wo du dem Erzfeind Ganon entgegentreten kannst, musst du die Festung Zentrum erobern. Dort wieso waren wir in dem Spiegel? Der Schatz des Todes. Magisches Klimpern. Das ich habe gerade gesehen, dass Link auch ganz andere Farben hatte. Dazu muss einfach dieses Geräusch von Pumuckl. Wenn er sich unsichtbar macht. Lass dich doch nicht so schnell umbringen. Was sauber machst du denn? Vernichtet. Au, ich bin Mann, schon wieder fast streng tot. Dich an. Alter. Ich glaube, ich will erst noch, ich glaube, ich will ja noch nicht hin. Warum sind die so krass? Au. Was war das? Ich glaube, das war ein Vulkan irgendwie. Hä? Stell dir mal vor, du spielst es wirklich auf normal und dann schubst du wegen sowas. Das ist das Leben. Wie war das? Müssen wir ins Zentrum der Festung oder heißt die Festung Zentrum? Die heißt so. Zentrum. Ja, ich glaube, hier will ich nicht hin. Du musst ins Zentrum, würden wir einkaufen. Zentrum. Lass mal ins Zentrum nämlich, fahren und ein bisschen shoppen. Da, wo ich gerade eben war, das würde mir nichts bringen, weil unsere Flasche ist noch voll. Ich weiß gerade gar nicht, was das genau war. Ja, das hier sieht aus wie ein klassischer Zelda-Ort. Auf jeden Fall, wir machen eine Menge guten Progress und ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Eiskristall, wofür war der? Muss man das nicht ihr geben, der Eisprinzessin? Huah. Eiskönigin? Oh, Prinzessin. Ja, die hat gesagt, man soll zur Festungszentrum gehen. Aber man soll ja auch. Nee, man muss denen den Schatz geben, ne? Ja, irgendjemand wollte den aber Schatz auch den Eiskristall haben. War das wieder die Geile? Nein. Nee. Vielleicht die eingefroren. Welche meinst du? die eingefroren war, vielleicht will das haben? Um noch mehr eingefroren zu sein? Sie heilt uns nur. Ich glaube, die hat nochmal einen. Alter, Damage Boost, Boggy. Ich hab keine Feuerteile mehr. Ja, hol dir welche. Ja. Zum Vulkan will ich dafür hin. Die Kraterbucht. Nicht zu lange stehen bleiben, sonst regnet es Feuer. Aber hier bist du ja durchgegangen, hier war ja alles. Da bist du ja am Ende im Nichts. Wir wollen ja nur Feuer holen. Ja, wir brauchen mehr Feuer, weil ich habe das Gefühl, wir werden noch ein, zwei Affen begegnen. Au. Vielleicht so zwei oder drei. Ja. Ja, muss ja, ne? Jo, nur jo, tschüss, ne? Jo. Tschüss, ne? Au. Lecker, ne? Vorsicht. Ein Tomahawk. Wie viel haben wir? 7. Bekommt ja doch echt nicht so viel Ich glaube, es ist einfacher, wenn du einfach rein und raus gehst wieder. Ganz schnell, oder? Ja. Yeah. How many fools can I kill today? Oh ja, das geht relativ schnell. Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben nicht alles in dem ersten Gebiet gemacht, innerhalb des Gesichts der Fratze. Wir sind doch da einmal wieder rausgegangen, da war auch alles dunkel war. Oder haben wir dort alles erledigt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, wo du meinst.
Erstes Gebiet. Gebiet. Das, wo wir zuerst waren? Genau. Hier, Goronu. Goronu trifft sich gut. Ich will nicht noch ein bisschen Lampenöl. Dann noch ein bisschen Lampenöl. Und dann, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir werden noch ein paar Bomben kaufen. Ja. Sorry, Link. I can't give credit. Sieht man come back when you did it. Ja, Menü. 118. Ah ja, das geht ja noch. Ich glaube, du hast erstmal genug. Jetzt habe ich genug. Okay. So, du meinst, wir wollen uns hier nochmal umschauen? Ja, ich glaube, wir wollen nochmal in die Fratze rein. Vor allem, weil wir jetzt Lampen haben, können wir jetzt uns da in Ruhe umschauen. Oh yeah, was stimmt. Ja. Wir hatten nämlich keine und du hast einmal durch den Glückstreffer ja den Weg gefunden. Aber ich glaube, wir haben da definitiv nicht alles gemacht. Oh, nein, ich bin dann abgehauen, weil Geister mir zu viel Schaden gemacht haben. Ja, genau. Da war ich nicht begeistert. Dafür bin ich hier. Lampe. Ernsthaft, ich will gar nichts Böses. Oder? Komm zu mir. Ja, die ganzen Schubladen. Komm und schau dir Goro. Das klingt wirklich einfach wie so ein wie heißt die nochmal? Heimatsvideo? Hä? Komm und sieh dir Bayern an. Ach so. Ja, mach mal. Warte, wie bin ich hier hochgekommen vorhin? Mit einem Seil. Weil ich aber da bin ich ja vorne durch das Fenster dann raus. Das Seil habe ich ganz rechts erst eingesetzt. Oh nein, es wird dunkel. Ich glaube, die Sache war, dass ich hier einfach gesprungen bin. Ah, da hattest du einfach Glück. Ja, ich bin hier so gesprungen, dann bin ich hier oben gelandet. Und dann bin ich hier irgendwie. Und da links ist eine Schublade, die ist ein bisschen rausgefahren. Oh, also. Oh mein Gott, da bin ich überall rüber? Scheinbar. Ja, genau, und dann waren hier die Oh mein Gott, und hier bin ich da mit dem Seil hoch. Ja. Aber ich musste nur zur Tür. Ich sehe vielleicht scheußlich aus, aber wenn du erst. Oh mein Gott, wie hab ich den Weg da rüber gefunden? Was haben die hier Oh, der hat ein paar Probleme. Der hat Spaß. Aber die hätten wir auch, wenn wir ein Jahr eingefroren wären. Ja. Und Fully, lässt du dich einfrieren? Ja, muss ja, ne? Ich überleg's mir mal noch. Au. Endgegner! Oh, warte mal. Ich glaube, man braucht eine Schneebälle für ihn. Ich wollte. Oder doch nicht. Schade. Kannst du dich heilen mit dem Wasser? Man braucht Bomben. Aber was war das nochmal? Ne, er will Bomben. Hm. Die explodieren nicht zufällig, wenn ich ihn berühre. Oder doch? Es ist einfach durchgelaufen. Nein! Was ist mit dieser. Ouch! Was ist mit dieser Glocke da oben? Da komme ich. Oh, vielleicht kann ich die Glocke läuten mit dem Seil. Kannst du versuchen. Du meinst wie so ein Quasimodo? Du hast mich gerade hässlich genannt. Ruf dich ihre Glocken läuten, Sir. Quasi-Quasi-Modo. Kann ich ihre Glocken läuten? Au. Ich glaube, wir müssen mit Bomben bekämpfen. Es ist noch dümmer. Überleg mal, was gar keinen Sinn ergeben würde in dem Punkt. Okay, auf das Inventar, dann sage ich dir, was gar keinen Sinn ergibt. Das Wasser. Ja. Echt? Nein, Wasser gegen Feuer ergibt Sinn. Eben, ich wollte gerade sagen, dass du Schwachsinn... Soll ich das Wasser eingesetzt? Feuer gegen Feuer. Oh. Yeah. Oh. Nein. Feuer mit Feuer bekämpfen ist doch eine altbekannte Sache, Fuli, was hast du? Das ist hier kein Pokémon. Und er ist einfach zu aufloderndes Fleisch. Nee, er ist zu... Oh, guck mal da, für ein Pferd. Eine Glocke! Ja, eine Glocke! Lass mir die Glocke läuten. Eine Blocke. Das stand eindeutig Blocke. Mm-mm. Kannst du nicht lesen. Harlequin-Bazaar. Ja. Sieh gut zu, wie Harlequin Coridayana fängt. Du hast verloren. Was? Weißt du, was das bedeutet, wenn du deinen letzten Rubin verlierst? Oh. Jetzt arbeitest du für mich.
Mein Gott, was passiert da? Was stand im Untertitel vor dem, du hast verloren? Sag mal, was ist denn das hier eigentlich für ein Zirkus? Da stand irgendwas mit Sind, oder? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht gelesen. Warum sind da Zähne? Zirkus. Es ist ein seltsamer Ort hier. Ist das die andere Fratze? Des Todes? Ja, das ist eine weitere Fratze des Todes. Das ist also eine der berüchtigten Fratzen. Oh, die sind damit gemeint. Würde ich das gerade eben auch schon die erste? Ja, das war schon die erste. Ne, wir haben den Drachen schon gemacht. Das müsste die erste gewesen sein. Für ich habe gerade schon. Hatten wir. Ach so. Und hier so sind verwirrt. Wir schon in noch einer weiteren. Wow. Ja, da oben ist sie ja, die Fratze. Siehste? Ist ja meine Fratze. War die Fratze auch das am Anfang, wo wir den... Ja, genau. Den ja, ja, genau. Haben. Da haben wir ja den Dude gerade gefunden. Ja, ich wusste nicht, dass es so wird. Warum kann ich da gerade nach links rüberspringen, aber nicht nach rechts? Ist das ein Wildschwein von den Galliern? Wild. Ja. Es ist richtig wild. Au. Es triebt. Ihr werdet sie übrigens nicht kaum glauben, aber ich glaube, wir sind echt nah dran, das Spiel durchzuspielen. Gleich sind wir durch. Heute gibt's eine Auktion. Ich meine, als ich hier war, war ich, glaube ich, ziemlich am Ende. Ja, das ist Dr. Bibber. Jo, ich liebe das. Das ist wirklich cool gezeichnet. Ich kann hier runter. Okay, warte. Das war alles bisher ganz cool, aber das hier ist richtig nice. Das ist die Marionette aus Wind Waker. Yeah. Ich habe übrigens lange bei diesen Fliegeviechern nicht erkannt, dass das Zähne sind und ein Mund, was die da haben. Ich dachte immer, das sind zwei Augen. Dann immer, die sehen irgendwie ganz cute aus. Ich versuche gerade die Augen. Ich sehe die Augen nicht. Ich dachte, das obere sind halt die Augenbrauen und das untere ist wie so ein Schnabel. Und das dann halt in der Mitte, diese Lücke von den Zähnen, das sind die Pupillen. Ja, ich sehe, was du so meinst. So habe ich das als erstes gesehen. Okay, das kannst du Seil durchschneiden mit deinem Schwert. Das klingt nach einer Sache, wo ich wieder ein Video drüber machen sollte. Musst du deine Bombe reinwerfen? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was es ist. Es sieht sehr nach. Ich wollte gerade sagen, es sieht sehr so aus. Da drüben auf jeden Fall. So eine typische Dodongo-Situation. Oh mein Gott, sind so viele Gegner. So viele Viecher. Ja. Ist das Ding einfach auf Toilette und das ist der Abfluss? Ja. Ja, doch. Das ist hier eigentlich ist das nur so ein lehrreicher Verdauungstrakt. Moment, wir haben eine Glocke bekommen. Können wir die auch hier einsetzen oder so? Hier ist auch eine Glocke. Ich würde erstmal die Gegner gerne loswerden und dann würde ich mir das gerne anschauen. Okay. Ich dachte, respawn einfach, aber anscheinend nicht. Oh. Das ist interesting. Ja doch. Ah, was? Aber wir werden trotzdem viel Spaß haben. Eine Million zu null heißt, der Titel stand wieder, wir haben eine hundertprozentige Chance. Beim Untertitel stand wieder boing. Oder bin ich aber angefingert? Bin ich hier das Problem oder heißt 1 Million zu 0, dass man hundertprozentig gewinnt? Es ist ein Schwein. Ich hab keine Ahnung, wovon es redet. Schweine sind ziemlich schlau. Ignoriere einfach das Schwein. Aber der da nicht. Schau dir an, was für ein Schwein das ist. Ist das der Endboss? Das war's. Nein. Ich brauch den Was war das jetzt? Ein guter Schuss. Verrückt. Er hat einfach ihn aufgehoben. Ja, geh ich mal. Und hier ist das Observatorium aus Majora's Mask. Den kennen wir. Erzeugen wir ein einfaches Vakuum und schleudern das Eis im Kreis herum. Sieh her. Was? Ja. Ich sehe nichts. Was? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja. Eis? Hast du schon verstanden? Leute, die Glocke. Welche Glocke? Die hast du im Inventar. Nein, macht nichts. Ich schätze, wir gehen dann weiter. Mhm. Da ist noch ein anderer Eingang, oder? So, wollen wir nochmal die Hauptstadt versuchen? Kannst du machen. Ich mag das nicht.
Wie soll man das auch schaffen, da ohne überhaupt Damage zu kriegen? Ich mag das nicht. Du hast 5 Herzen jetzt. Hab ich schon länger. Hab ich drauf geachtet. Da ist ein Ritter. Den habe ich schon vorhin gesehen. Der goldene Ritter. Meinst du, Trace the Sun. Meinst du kriegst die helle Barde? Reise den Sohn. Ich habe nochmal nachgeguckt, was die Glocke macht. Du wirst es kaum glauben, aber es friert alle fliegende Gegner ein. Für 5 Rubine. Für 5 Rubine? Für 5 Rubine. Was für eine Glocke? Das wäre super gut gewesen, da einzusetzen. Ja. Ne? Es gibt keine Stelle im Spiel, wo uns das weiterhilft, richtig? Naja, hier ein bisschen. Ja, doch. Was ist mit dir jetzt? Das ist ein Schädel. Feuer. Wie habe ich mir das vorzustellen? Die Glocke nimmt dann noch Steuern oder was? Du brauchst es ist Magie. Du musst halt solange die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springen. Man muss das Teil wegsprengen übrigens. Da! Was für Gameplay. Was für ein Gamer. Aim Design. Kann man die Hände... Man kann sie zerstören. Oh. Ich glaube, ich setze mal die Lampe ein. Wo ist die Lampe? Magische Laterne. Ist die neu? Ja. Die sieht magisch aus, ja. Ich mag es, dass er die Gitarre spielt. Das Hände, die so... In einer Pass davon auf. Ist eine Süßigkeit versteckt. Ja, aber ich verrate dich nicht. Oh, ja. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber ich glaube, wir sollten ihn besser besiegen. Er hat's gefühlt. Ein bisschen zu sehr. Kann ihn nicht besiegen. Ah. Er spielt nur Luftgitarre, keine Sorge. Irgendjemand muss hier die musikalische Darstellung. Ich spiele diesen Song. Ja. Das ist wirklich eine Gitarre. Oh, ein Octorok. Ich habe Schlüssel. Okay. Ja. Ich mal hoch. Das sind so Spielzeug. Die Musik gefällt mir hier. Geht's hin? Geht's nicht? Einige dieser Songs sind sehr super. Sind alle ganz okay. Na, der hier nicht so. Oh, sind das diese Hände, die einen aus den Räumen schmeißen? Nein, die halten die Feste machen Schaden. Ja, ich meine nicht, dass sie es hier machen. Warum wurde ich gerade geheilt? Wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser wahrscheinlich. Oh. Ist deine Flasche wieder voll? Ich gehe mal davon aus. Da ist der Plan. Ja. Das macht man geheilt, wenn man das Wasser einsetzt? Wahrscheinlich, ja. Das ist das Problem, seht ihr, wir machen Fortschritt, aber wir lernen gar nicht, wie das Spiel geht. Nö. Durch diese Version. Das ist okay. Weil man eben nicht so vorsichtig Stuff nutzen muss. Das Problem ist, in der richtigen Version muss man das Zeug viel zu vorsichtig nutzen. Nein, das ist, als hätten wir jetzt Dark Souls gespielt und einen Easy-Mode gemacht. Es geht voll an der Vision des eigentlichen Games vorbei. Ja. Hallo, magst du auch Dark Souls? Hey, ist das, Zelda, oh, was? Das heißt, ist Zelda? Du hast mir das Leben gerettet. Düstere Metamorphose. Damit hast du nicht gerechnet. Tja, genatzt. Feuer. Du kannst mich nicht töten. Nein. Ist das Ganondorf? Schon öfter. Nein. Okay. Der Ganondorf-Bosskampf ist besser. Kristall der Reflexionen. Ich weiß, wen wir den bringen müssen. Warum überrascht er uns immer und lockt uns in den Hinterhalt und dann hat er nichts drauf? Hast du denn nicht Angst, wo jemand mit dem Schwert haben? Er wird schon wissen, wovor er Angst hat und wovor nicht. Na, weißt du es? Ich weiß es besser als Johnny. Okay. Hey. Johnny, was soll das? Lern mal dazu. Wachs mal als Person. Du mal als Person. Die macht gar keinen Berührungsschaden. Scheinbar nicht. Ich hatte keine Ahnung. Schild beschützt dich vor Speer und Schwert, ist bei bösem Fluch jedoch nichts wert. Ah ja. Zu deinem Glück wirft er
den Fluch in doppelter Stärke zurück. Die haben das doch mit Paint gemacht. Da waren sogar diese Sprühfunktionen. Ja. Naja. Also jetzt kann ich einen Fluch zurückwerfen mit dem Schild. Aber keine Kokosnuss. Nö. Dann Stein. Na gut, ich würde übrigens sagen, würdest du sagen, wir sind ungefähr bei der Hälfte, Fully? Ja, bestimmt. Am Tisch. Was? Ich dachte, wir sind jetzt bei fast vom Ende. Nein. Es, okay. es ist halt sehr nonlinear, falls es euch aufgefallen ist. Also von dem normalen Weg seid ihr komplett weggegangen. Aber es funktioniert scheinbar ja trotzdem perfekt. Also. Okay, ja, dann würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal von The Legend of Zelda die Fratzen des Bösen. Yeah. Vielen Dank fürs Zuschauen, denke ich. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Haut rein.